Jetzt. Jetzt. Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Freitag der 13. Diesmal eine Aufnahmesession und zwar wieder mit der lieben Ricarda. Ja, Hallöchen, Puppöchen. Ja, und wie gesagt, heute mal eine Aufnahmesession, weil, ach, ich glaube, das ist viel cooler für euch. Weil ja der ganze Stuss, der am Anfang immer kommt, weggeschnitten ist dadurch. Ja, die Wartezeit natürlich wird euch verkürzt um ein paar Minütchen und richtig. Ja, ist auch mal was anderes und ach so, entspannter. Ich hab's wieder vergessen, dass ich die Cam an habe. Hallo. Hallo. Ja, nichtsdestotrotz wird der Onkel natürlich euch immer zur Verfügung stehen, wenn es um Livestreams geht. Ne, also das heißt jetzt nicht, dass er damit aufhört. Nur mal so angedeutet. Ne, nicht, dass ihr jetzt Angst habt. Um Gottes Willen! Wie kannst du nur die schönen Livestreams, ne? Ist ja natürlich auch eine Alternative mal, wenn man eben auf was anderes Bock hat, ne? Ist richtig. Und gerade ist im Moment halt eben, habe ich eben gerade mal nicht so viel Lust, einen Livestream zu machen. Und außerdem muss man ja dazu sagen, das ist ja so ein bisschen Vorarbeit für Ricardas Urlaub, ne? Ja, der Kater, wo bist du eigentlich? Ich bin hier im Haus bei dem Typ, der die ganze Zeit neben dem Haus stillsteht. Okay, also so kann ich das okay. So erklären. Da ist ein Punkt, es ist ein Haus, ich bin im Haus und davor ist ein Punkt, der bewegt sich nicht. Hallo. Wenn du eine Karte haben solltest. Nee, hab ich leider noch nicht. Ich tue jetzt gerade einen Dömers rufen. Jason. Hä? Ach, das war auch noch der, der gestorben ist. Der ups, vor da dem rennt Haus, einer gerade, ja? Der vor dem Haus stand, wo ich gesagt habe, der bewegt sich nicht, der wurde wohl oh, von Jason ja, gekillt. Ja, dann laufe ich gerade von dir weg. Nein! Jason hat mich, glaube ich, entdeckt. Jason. Das heißt ja, der war hier. Jason? Eine Karte! Ja, die nützt jetzt, glaube ich, auch nichts mehr. Ich habe übrigens auch Autoschlüssel. Ja. Nur mal so okay. Als Tipp. Oh. Oh. Jetzt ist Ström alles. Im Dunkeln ist Guten Morgen. Tralali, tralala. Was macht ihr das? Bist du in einem von den beiden Häusern? Hm? In dem linken oder in dem rechten? Ich habe keine Ahnung. Wie? Keine Ahnung. Er kommt auf jeden Fall. Er kommt. Er kommt durchs Fenster. Ich sehe ihn. Siehst du mich da hinten? Ich gucke ihm zu. Hallo, huhu, am Haus. Ach, du bist, okay, da würde ich gerne rüberkommen wollen. Na, dann komm doch. Nee, er steht ja davor. Der läuft jetzt rechts ins Haus. Der nee, der will mich messern. Der spinnt wohl. Der will Zack. Mir, ja, der will Messerspielchen hier treiben. Ganz kurz, Messerspielchen. Warte mal, ich hol mir mal irgendwas zum Kloppen und hau dir mal auf den Blatt. Warte mal. Ich bin in seine Falle. Hä? Okay, ich bin wieder in der Bude komm, drin. Komm jetzt. Ich komm kann jetzt! Ich bin verletzt! Komm, ich hab ich ein Gedingsbumst. Ich hab ein Gedingsbumst. Warte, wo bist du? Oh, jetzt. Das hast du hast ja gesagt, Leute. Ja, manchmal bist du ja. Richtig. Ich bin verletzt und du weißt, Verletzte, die legen keinen Sprit mehr hin. Warte, ich helf dir. Das wird helfen, nix. Los, geh rein. Geh doch rein! Geh außen rum, der ist gerade gestunt. Ich könnte platzen. So, Mädel, schaffst du es heute noch? Okay, dann einmal durch, ja. So, rein mit dir, ich hab ein abgelenkt. Muss ich mal abgelenkt. Gucken, hab ich überhaupt Heilung? Schnell, ja, geh rein, jetzt. Ich hab mit Dings abgelenkt. Komm her, ich hab Heilung. Ich hab selber schon. Okay, gut, er ist draußen. Er ist draußen. Ja, na klar, ist er draußen. Ja, ich meine, er ist draußen abgelenkt. Ich hab ihn gestanden. Warum rennt die denn nicht, ey? Warum läuft die denn so beschissen? So. Dann stolpert sie noch tausendmal. Ich bin auch gerade gestorben. Ach so. So, was habe ich denn überhaupt? Ich habe noch einmal Heilung und den Autoschlüssel. Ich habe auch Heilung den und Schlüssel. Messer. Ja, Messer hätte ich auch gerne. Ich weiß nicht, was der gerade macht da draußen. Aber ich denke mal, der liegt hier. Na, hier das Feuer. Er hat sich gerade geportet. Okay, er ist weg. Okay, er ist wieder da. Wie viel leben denn eigentlich noch? Weißt du das? Würdest du bitte hier vor zu der Tür kommen, wo ich bin? Ich hau dir jetzt eine über den Latz. Und dann kannst dann? Du zum Fenster raus. Ne, dann kannst du doch wieder zum Fenster raus. Ich. Und dann, wo willst du hin? Einfach raus. Huhaha. Huhaha. Lass mich in Ruhe. Uah. Ups. Hast du ihn getroffen? Wo läufst du denn hin?
Ah, ich lauf. Hast du es geschafft? Ja, so, ja. Ich darf mich erstmal, glaube ich, wieder. Nee, okay, das geht noch. Oder soll ich? Geheilt? Soll ich nicht? Soll ich nicht? Mich heilen? Weil der mit seinen scheiß Messern. Oh, das nervt. Und die graue Sicht nervt erst recht. Der Knüppel ist eigentlich auch gut, oder? Komm, wir tauschen. Knüppel mal. Ist besser an dem Knüppel. Walkie-talkie haben wir. So, er kommt. Wie viel Messer hat er denn noch? Sag mal. Der portet sich. Ja. Ah, schau daneben. Verdammt. Hä? Ich auch? Okay, ich hab ihn getroffen. Ist er gestunt? Irgendwie war er gestunt. Der läuft aber gerade weiter. So, komm schnell. Ich weiß hier nicht. Hier durchs Haus. Scheiße, ah, bin tot. Nein. Ja, dann gucken wir mal der Rekorder zu, ne? Hit you, baby, one more time. Okay, es ist aber auch noch keiner Tommy. Es kann also sein, dass ich zurückkomme. Fuck you! Ja, super! So, ja, den Knüppel hat sie jetzt vor Schreck erstmal fallen lassen. Jetzt einmal durchs Fenster hier bitte. Meine Güte! Ich krieg's der Herz, Kaspar. Und jetzt mache auch bitte die Tür. Du hast hier jetzt überall noch Kisten. Ja, genau. Du hast überall noch Kisten. Hol die dir. Überall noch Schränke, meine ich, wollte ich sagen. Eine Bratpfanne. Bratpfanne hast du auch. Hol dir die Kisten, bevor der da ist. Achso, was für Kisten? Schon. Ja, hier sind überall noch Schubfächer halt. Vielleicht findest du irgendwo noch Heilung und Scheiß. Ich guck mal mit rein. So. Da ist nichts drin. Da ja, ist da nicht ist unnicht drin. Hier, Bratpfanne, hier ist noch. Ja, da ist auch nichts. Drin. Hier ist nichts. Na, super. Da drinne? Oh mein nee. Gott. Das ist schwer zu sehen, ne? Ja. Pass auf, wenn er sich portelt. Nee, der geht raus. Der geht weg. Er kommt wieder. Er wird sich. Ja, er hat sich gestalt. Ah, aber komm, renn. Oh Gott. Oh Gott. Oh, er oh ist drin. Hier haben wir. Er ist drin. Oder? Die Mutterschraube? Oh Gott. Ich komme mal nie hier raus. Von dem Trip. Ich muss rausgehen. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich glaube, er ist gleich bei dir, oder? Ich kann nicht mehr rennen. Ich kann nicht mehr rennen. Schlag zu. Ja, ich kann. Falsche Richtung. Ja. Ja, du hast es leider. Du hast ein Messer, ne? Ich habe kein Messer. Boah, jetzt sehe ich endlich mal wieder in Farbe. Das letzte Mal. Wow. Zack, zack, zack. Und einmal genickt durch. So, ist natürlich doof, wenn du deine sämtlichen Anzeigen nicht mehr siehst. Und, wie war das? Den Kopf in den Sand stecken? So, Spectator, Players. Ja. Oh. Wow. Da hat sie mal ihren Teamkameraden einfach so erschossen. Ist mir aber auch schon passiert. Tolle Treter hat es auf jeden Fall an. Cool. Blau. Sieht schick aus. Aber der Lippenstift geht mal gar nicht. Viel zu dunkel. Du guckst auf Sachen, die sind gömisch. Ja, die sind cool. Weiber. Ja, es ist halt so. Wir Frauen, wir achten auf Batz. Style. Da war sie zu lang langsam. So, da war der Pulli mal in... ja, jetzt hat er eine andere Farbe. Jetzt ist er nicht mehr so langweilig beige. Zerrött. Rot-beige. Ist er gefleckt. Das ist voll der... Rot. Das ist jetzt voll der Football. Hä? Jetzt passt es auf jeden Fall zum Lippenstift. Wie ist es so, da hässlich beige? Ja, das geht. Sieht irgendwie cool aus. Aber die Botten, die passen überhaupt nicht zum Outfit. Merkst du eigentlich das? Nee, hä? Spricht dich aus? Du sagst erst, der Pullover ist hässlich beige. Jetzt ist er schön rot. Jetzt sag ich, ja, guck mal, jetzt ist er wieder hässlich beige. Ach, guck mal, der sieht doch schön aus. Nee, die Schuhe. Die immer Hauptsache Gegenteil. Hauptsache Anti-Onkel. Hauptsache immer das Gegenteil. Der Schuh passt nicht zu dem Outfit. Also die Farbe des Schuhs passt nicht zu dem beigen Oberteil. Schuhe sind cool. Der Pulli ist auch schön. Also beige ist eine schöne Farbe. Der Lippenstift passt nicht, der ist zu rot.
Okay. Weil rot und blau schmückt die Sau und das geht nicht. Das passt nicht. Obwohl, naja, heutzutage, ne, passt eh alles. Da schmeißt, da wird alles zusammengewürfelt. So, was ist denn nun hier? Okay. Jason, Jason, Jason. Wow. 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 Die hat ein Taschenmesser. Klappmesser. Nein, mach das ja zu, ist vorbei denn, ja. Ja. Ja, Jason, die wirst du wohl einhauen müssen. Sonst, nee, doch, hat er. Schalalalalalalala. Kling, kling, klang, klang. Oh, oh. Die lässt aber wirklich jedes Mal die Tür... Ja, der kann einfach durch. Jetzt war es das aber. Oh, wow, und weg ist er. Oh. So, erste ja. Runde ist vorbei. Richtig. Hier findest du auf jeden Fall aber immer Heilung. Also wenn du was brauchst, wirst du auf dem Klo, gibt es jede Menge davon. Ich glaube zwei Stück. So. Bin einmal hier rum und da ist nämlich gleich die zweite. So, das ist mir. Das gehört alles mir. Eh, BH. Ja, cool. Toilettenpapier, alles dabei. Hier fehlt an nichts. Sehr schön. Zweimal Heilung. Hast du auch? Zweimal Heilung. Wo, echt? Dollar. Wo? Woher hast du das? In mein Inventar, vielleicht. Nee, woher du das hast? Aus dem Haus, hier. Das ist ein das Haus. Okay, ich sehe da ein Autosymbol. Vielleicht bist du da ja gerade gewesen. Sollten wir uns mal zusammentun? Ja mal, was hältst du davon? Ich kann ja mal, ich geh mal zum Haus. Kommst du die Straße? Kommst du die Straße lang gelaufen? Hallo? Hä? Nee, gut. Okay, die Batterie wird gerade eingebaut. Okay, dann bin ich beim falschen Auto. Meine Herren! Oh nein! Nein, er war schon mal hier! Er hat schon jemanden getötet hier! Verdammte! Was ist denn los bei dir? Und tschüss! Hab hier voll die Ruhe, nein! Alter. Nein. Ja. ja, sorry, ich bin... Oh, nee. Er umarmt mich gerade etwas zu hart und ja. Bist du... Was? Bist du schon wieder tot? Ja. Wir gucken jetzt mal einen Onkel weiter zu. Hey, was ist los? Ich lose heute ab. Total. Ja, mit Dad, bei Dad, bei Dad, bei Dad, mache ich das halt immer. Ja, siehst du, und dich hier. Und du übernimmst das halt hier. Genau. Und ich glaube sogar, dass das Auto bestimmt gleich losfährt. Und ich sitze nicht mit drin, verdammte Kacke. Oh, schade. Oder? Ich weiß es nicht. Also wenn es sich bewegt, dann siehst du das schon auf der Karte, ne? Ja, der stattet das. Hast du vielleicht nur drauf achten? Okay, ja, ich höre. Ich geh erstmal ganz kurz auf die Straße. Ja? Yeah. Ja, es wäre cool, wenn die dich mitnehmen würden, ne? Ich meine, Unterstützung? Ja! Immer Rinder hey. Mit dir. Puff, los. Servus. Na, 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 und das Auto lässt sich wirklich ziemlich dumm steuern. Also, was ja, ich nicht richtig. Da immer gegen Baum gefahren bin. Oh, hier, da liegt jemand auf der guck Straße, mal, hier gleich die nächste abgeholt. Ja, aber er muss sich mal ein bisschen knapper parken das nächste Mal, bitte. Mhm. Und der läuft auf die Straße, wo der Jason natürlich ist. Jetzt? Oh Gott. Ja, da ist Jason vorne. Was macht sie denn? Oh Gott. Ja, muss ja erstmal. Na toll. Wow, wow, genau. Komm, steig ins Auto los, steig doch ins Auto. Ein anderer müsste jetzt ihr Gewehr nehmen, weißt du das? Ist die... Das weil sie kann ja nur einmal schießen. Das hat viel zu lange gedauert. Und jetzt, nein, scheiße. Und der Onkel mittendrin. Was? Ach, mein Gott. Wir sind alle aussteigen. Vorne liegt die Waffe. Hol sie dir. Warum denn? Die hat doch geschossen damit. Und dann ist die wohl nicht mehr zu gebrauchen, oder wie? Ja, aber wenn jemand anderes die nimmt, dann ist die doch wieder. Nee. Nee, nee. Ja, warum steckt jetzt keiner aus und macht das Scheiße? Oh! Was ist los?
Dieser blöde Idiot hat das Spiel verlassen. Oh, na höge. Oh. Na höge. Oh Gott, ja, ey. Ist ja wieder bei uns. Was, der Killer oder was? Hm. Was ist los? Erzähl, sprich. Ja. Sprich dich aus. Wenn du willst. Oh, ich habe einen Benzinkanister. Oh, ja, sehr schön. Ob du den jetzt aber die ganze Zeit mit dir herumschleppen willst, nee, ist nicht, die zweite ist ja, Frage. Ja, nee, das Auto ist ja gleich hier. Deswegen. Ach so, na, das besser geht's doch gar nicht. Fülle ich das gleich mal hier rein, obwohl ich weiß, dass der Killer da draußen ist. Genau. Oh, jemand schreit. Bist du das? Nein, ich bin männlich. Dann haben wir es, glaube ich, gerade mit dem ersten Kill zu tun. Oh. Oh. Okay. So, Benson ist drin. Der liegt fallen, das ist gemein. Das geht nicht, Jason. Das kannst du nicht machen. Und tschüss! Scheiße! Oh, jetzt habe ich auch noch die Autobatterie. Geil. Scheiße. Okay, ich könnte das Radio machen. Scheiße, ich habe mich selber getötet. Ah, oh, nein. Aber warum machst du sowas? Das fragst du? Ich habe keine Ahnung, weil sie das halt so wollte. Ich bin tot. Da willst du nur noch zugucken. Wie gemein. Ich kann die Autobatterie wieder reinhauen. Onkel, da ist er. Jetzt habe ich Benzin und Autobatterie. Jetzt muss, ja, du bist ja richtig fleißig, Mensch. Ja, jetzt weiß ich auch ganz genau, dass wieder irgendwo ein Autoschlüssel hat und dann wieder abhaut mit seinen Kumpels. Und ich habe die ganze andere Scheißdrecksarbeit gemacht. Jo, das ist dann natürlich blöd. Ich glaube, es gibt insgesamt 2 Autoschlüssel auf der... Mappe? Ja, genau. Im Camp. Oder 3 sogar? Au. Ja, da solltest du natürlich aufpassen. Hope I'm doing this right. Gut. Und er nervt. Der Onkel wird's heute rocken. Nee, der wird jetzt gerade verfolgt. Oh, guck mal, da oben. Jason geht aber... Du kannst ruhig jetzt deine Energie sparen. Jason ist nämlich... Zurück zum Auto. Oben. Deine Augen, ja, total. Hier oben kann ich einen Dömer sehen. Oh, guck mal, der... Hä? Kommt denn der so schnell dahin? Alter Schwede. Alter. Mach doch mal bitte die Tür auf. Dankeschön. Und mach zu. Tschüss. Gleich. Nee, der Scheiße. Ist doch hinter mir. Ja. Du hättest ihn vielleicht nochmal aufhalten können. Alter, warum ist denn hier die Türen alle offen? Weil hier noch niemand war. Mach zu. Weg! Autsch! Alter, was mach ich jetzt? Scheiße, er ist drin! Fixer! Ey, bist du ruhig? Nein! Soll ich wieder piepen? Nein, Feuer! Och, aua, heiß! Grillhähnchen! Gebratene Onkel. Das war eine coole kurze Runde. Aber passt sogar. Kein gebratener Onkel am Spieß, aber gebratener Onkel mit Spieß. Ah, hier. Ja? Ja? Bitter Noob. Das ist ein Deutscher. Wer? Ja. Weil Harvey ist nämlich Harvey, denke ich mal. Bestimmt gemeint von... Von dem Diadelic-Spiel Dingsbums hier, Edna. Er hat dich gesehen. Oh, jetzt bist du völlig. Fuck you, Noob, hat er gesagt. Naja, fuck you, Noob, aber hat besiegt. Also so noobig kann er gar nicht sein. Okay, die eine steckt im Schrank, die andere steht im Wald, die eine steckt im Schrank, die andere steckt im Wald. Ja, die macht erstmal gar nichts. Ja, sehr spannend. Im Friedhof. Hey? Ja, ich höre. Okay. Ja, hier geht's nicht weiter. Und dann haut die Ona den eben, ey. Ich glaub's nicht. Scheiße. Tja. Guck mal, beim Zaun, was geht. Das kommt davon, wenn man sich die ganze Zeit im Schrank versteckt. Kommt vielleicht noch. Ey. Jetzt aber, nimm die Biene in der Hand. Ich weiß, es ist schwer, wenn man verletzt ist. Hier war irgendwo Heilung, wenn sie das nicht schon genommen hat. Hat sie schon, ja. Und eine Axt. Mich interessiert mal, ob der Jason hier irgendwas machen kann, wenn der jetzt hier auf dem Dings killt. Auf dem Friedhof killt, gerade bei seiner Mutter ihrem Dings. Ne, Mutter legen. Geil. Hä? Wann jetzt? Warte doch mal. Den können wir mal nicht immer.
Manu, zeig uns doch mal, was hier so passieren kann. Das ist vielleicht auch nicht, wenn du dort jemanden killst, dass da vielleicht irgendwas passieren. Durchaus möglich. Er portet sich und schnappt sich die Bitch. So. Du darfst sagen. Ab auf den Friedhof wieder. Ab, wo du ihn hier hörst. Ich glaube, der will das irgendwie probieren, denke ich mal. Oder so. Ja, der hat irgendwas vor. Aber wenn die immer so weit wegrennen, ist auch doof. Ja, das ist doof. So schnell kommt er nicht hinterher dann. Schön. Ja, Freunde. Oh, das hörte sich gerade an wie so ein Huhn. Ich habe vergessen auszumachen, die anderen. Na dann, mach mal deinen Tschüss. Ja, dann bis zur nächsten Runde, würde ich sagen. Und bye, bye.